Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch, weil wir unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben. Ich bin mir sicher, der Blutdruck wird von Anfang an relativ hoch sein. So, geh mal zur Seite. Jetzt unterhalten sich zwei erwachsene Frauen. Heute geht es um Islam und Feminismus. Geht das zusammen, fragen wir uns, und wenn ja, wie? Ja, und dann haben wir zwei Kontrahentinnen, die sich nicht schenken werden. Necla Kelek, die berühmte Islamkritikerin, packt sowieso immer kontroverse Thesen auf den Tisch. Welche Rolle hat die Frau im Islam? Und da sehe ich sehr viele Menschenrechtsverletzungen. Auf der anderen Seite Rehan Shahin, ebenfalls eine bekannte Feministin, die mit ihrem alter Ego Lady Bitch Ray dafür berühmt ist, zu provozieren. Ich kenne den Standpunkt von Necla Kelek. Ich hoffe, dass sie Einsichten hat. Wenn nicht, muss ich leider die Bitch in mir aktivieren. Und das wird hart. Es wird hart, aber fair. Dafür sorge ich. Frau Kelek, für Sie ist der Islam mitunter ein System der Unterdrückung. Das klingt danach, dass Islam und Feminismus, zumindest moderner Feminismus, gar nicht zusammenpassen. Wenn wir uns einen islamischen Staat uns genau anschauen, es gibt da kaum Raum, kaum Möglichkeit, dass Frauen sich, vielleicht können sie sich einzeln zu Feminismus sich bekennen, aber dass sie eine Gruppe werden und tatsächlich auch für die Rechte der Frauen was tun können, können die Frauen nicht. Und das schaue ich mir ja auch genau an, diese Werte, die in diesen islamischen Ländern gelebt werden, die der Frauen in der Sozialisation bereits gegeben wird. Wahrscheinlich. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, mit dem Islam verbinden sie nicht grundsätzlich, aber doch zu weiten Teilen patriarchale Strukturen. Mit einem modernen Feminismus geht das nicht zusammen. Was antworten Sie? Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass wir nicht über den Islam sprechen sollten, weil es gibt islamische Communities, die sind unterschiedlich, die sind unterschiedlicher ethnischer Natur, ob wir von einem arabischen Islam sprechen, türkischen Islam, und dann gibt es auch noch unterschiedliche politische Bewegungen, und die darf man nicht irgendwie übersehen. Das Problem der bisherigen Debatten um Islam und Feminismus, und da hat Frau Kelek auch immer gut mitgemischt, dass es zu einseitig ist und zu undifferenziert und pauschalisiert. Was ich damit meine, wenn wir das Kopftuch als Beispiel nehmen. Im Publikum so, oh, Kopftuchdiskussion. Aber das wandelte sich dann so ein bisschen zu einer Symboldiskussion, und dann kamen wir relativ schnell zu des Pudels Kern. Ich möchte, dass das konkretisiert wird und genau genannt wird, welches Kopftuch genau gemeint ist. Man muss differenzieren. Das Kopftuch ist im ursprünglichen Sinne patriarchalisch, ja, aber im Individuellen, also wenn eine Kopftuchträgerin das sozusagen positiv reclaimt und abändert, kann es sogar emanzipatorisches und feministisches Zeichen sein. Also es gibt so viele Fragen. Und dann soll ich über ein paar feministische Kopftuchträgerinnen sprechen und mich freuen. Das geht nicht. Der Islam kann nur mit dieser Form von dieser Rolle von Frau, sie gehört in die Familie und sie gehört einem Mann, der zu sie genommen hat. Das ist die Form, das ist diese ideale Form, die in islamischen Ländern gelebt wird. Und ein Teil davon, dass sie, wenn sie das Haus verlässt, das Kopftuch tragen soll. Ich stimme nicht zu, dass sie das pauschal für alle Kopftuchträgerinnen anwendet und von dem Kopftuch spricht und von dem Islam. Und ich habe sie eben noch mal gehört, sie sagen in islamischen Ländern. Mhm. Also worauf beziehen sie sich jetzt? Auf alle islamischen Länder? Da gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Jetzt ist Dr. Bitch Ray da und ich differenziere und ich lege Wert drauf und ich streite mich auch mit Menschen. Und was ich auch an Ihnen kritisieren muss, Frau Kelek, ist die Tatsache, dass Sie mit diesem einseitigen Diskurs leider auch Rechtspopulistinnen in die Hände spielen. Und diese Narrative fahren, das finde ich schade. Wir leben in einer Gesellschaft, die post-Rechtsruck lebt, ja, wo wieder rassistische Anschläge normal geworden sind. Und gerade in dieser Gesellschaft müssen wir differenziert handeln, damit wir irgendwie nicht die Falschen gewinnen lassen. Also es ist ja eine alte Diskussion, wie muss man feministische Debatten führen, welche Rolle spielt dabei Rassismus, wem spielt man in die Hände? Ja.
Und wenn wir über Pauschalisierung reden, ich zitiere mal kurz aus Ihrem Buch: Die Familie ist das Haus des Islam, Frauen sind in diesem Haus Gefangene. Die Frau ist in der arabischen Kultur das verratene Geschlecht. Können Sie nachvollziehen, dass Ihnen Pauschalisierung manchmal vorgeworfen wird bei solchen Sätzen? Ja, also allein zu sagen, was meinen Sie mit einer islamischen Staat? Und Sie haben gerade promoviert, da wundere ich mich jetzt wirklich, wie Sie auf die Welt schauen. Ja, es erschreckt mich sogar. Ich bin auch schockiert darüber, dass so jemand, die so feministisch ist, die Zusammenhänge nicht sieht. Diese islamischen Länder, wenn wir sie genau anschauen, da stellen Sie fest, dass es über 45 Länder ein islamisches Familienrecht gibt. Welchen islamischen Staat meint sie denn? Meint sie den IS? Oder welches Land meint sie denn? Also sie hat ja komplett 45 Länder, wie sie sagte, über einen Haufen geschmissen. So, und das finde ich hochgradig problematisch und das ist veraltet. Wir sind weiter, wir müssen weitermachen. Dieses Recht sagt ganz klar, was die Frau darf und was nicht. Sie ist, sie hat überhaupt keine Daseinsberechtigung nach diesem Rechtssystem. Sie braucht einen Vormund, dass sie überhaupt das Haus verlassen darf, dass sie irgendwas unterschreiben darf. Also sie ist ein rechtloses Wesen und das sind über 1 Milliarde von Menschen, die unter diesem Konzept leben und auch leiden. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen sortieren. Wir haben gerade über den Vorwurf der Pauschalisierung, ich sage jetzt mal im deutschen Diskursraum, ja, so nenne ich es jetzt mal, gesprochen. Ja. Also, und der Vorwurf stand ja im Raum, dass Sie zu pauschalisierend hierzulande argumentieren würden. Und darauf wollten wir eigentlich Ihre Antwort hören. Ja, das möchte ich auch. Wenn Frauen sich hier bewusst für ein Kopftuch sich entscheiden, bewusst für eine islamische Welt entscheiden, dann setze ich das im Verhältnis zu den Ländern, wo diese Menschen herkommen. Und dann schaue ich mir schon diese Herkunftsländer an und sage, Moment, da gibt es dieses islamische Familienrecht. Das möchte sie hier auch haben, obwohl sie hier in der Demokratie lebt. Wir können das nicht voneinander trennen, deshalb ist das überhaupt keine Pauschalisierung. Im Sinne von den Pauschalisierungsvorwürfen, die gegen sie erhoben wurden, da musste ich ja 2-3 Mal nachfragen und sie hat eigentlich bis zum Schluss nie deutlich Position bezogen. Ich würde gerne versuchen, irgendwie so ein bisschen bei den Themen zu bleiben. Also der Vorwurf, der im Raum stand, war, die Pauschalisierung hilft den falschen Leuten. Da kommen wir nochmal zurück. Da können Sie auch gleich nochmal darauf antworten, aber tatsächlich, Sie werden ja instrumentalisiert. Ne? Zum Beispiel AfDler, die Tweets erzeugen mit Zitaten aus Ihrem Buch. Das war auch schon immer so. Das ist ja der Vorwurf, der gerade kam. Wie gehen Sie damit um? Das ficht Sie ja auch. Also Sie wollen das ja nicht. Mich interessiert das nicht. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Das ist mir eigentlich scheißegal, wer mich zitiert. So, und das finde ich ein bisschen ignorant. Ich kümmere mich um eine Rechtsbewegung innerhalb der muslimischen Gesellschaft. Die ist viel, viel stärker, viel extremer. Haben Sie denn keine Angst, dass Sie instrumentalisiert werden von Islamisten? Klar. Und die ganze rechte Bewegung, was in der islamischen Welt passiert? Ich sorge dafür, dass ich es nicht gefahren werde. Wie denn? Wie machen Sie das denn? Unterschiedliche Art und Weise. Ich gucke mir an, wo ich Artikel veröffentliche. Ich gucke mir an, mit was für Menschen ich zusammenarbeite. Also wenn Sie eine bestimmte Gruppe in dieser Gesellschaft so repräsentiert, dann sage ich, oh Gott, ich muss noch viel, viel, viel mehr auftreten und über den politischen Islam zum Beispiel sprechen, weil das nennt sie ja auch pauschal. Dass sie zum Beispiel nicht aufregt, dass die Moscheevertreter seit Jahrzehnten die Politik vertritt. Warten Sie mal, Sie werden doch sogar von Thilo Sarrazin zitiert. Ja, jetzt ziehen Sie noch was aus dem Korb. Genau, ich habe einiges noch. Sehr schön, sehr schön. Aber warum haben Sie noch nie was dagegen geschrieben? Ich meine, die Gesprächspartner der Politik sind die Verbände. Genau. Sie unterwandern seit Jahrzehnten dieses Land mit Ihrem politischen Islam. Warum tun Sie da nichts? Warum ist das nicht Ihr Thema? Das ist das, was gefährlich ist. Also, so, jetzt möchte ich aber ganz kurz, damit wir hier nicht total... Entschuldigung, da muss ich 3 Sätze zu sagen. Es gab 2 oder 3 Situationen, in denen ich versucht habe, die eine oder auch die andere einzufangen. Und es ging aber nicht, weil sie dann doch beide persönlich dann doch so angegriffen haben. Nee, den Punkt muss ich jetzt noch sagen. Wir haben anscheinend überhaupt gar keine Ahnung, was ich bisher geschrieben habe. Und Sie haben auch anscheinend mein Buch nicht gelesen. Ich übe diese Kritik sehr wohl an islamischen Verbänden, an der Milli Görüş. Ich sage Muslimbrüderschaft. Ich sage, dass das der politisierte islamistische Zweig ist, dass das hochproblematisch ist und dass die Frauen, die dazu schweigen, dass das kein Feminismus ist und für mich auch problematisch. Das sage ich, aber das haben sie anscheinend nicht gelesen und haben keine Kenntnis.
Ich würde gerne versuchen, mal irgendwie ein bisschen konstruktiv in die Zukunft zu blicken. Denn das wäre ja das Hilfreiche. Ja. Was schlagen Sie endlich vor? Endlich darf ich auch mal reden. Ja, endlich, Sie kommen ja sonst nie zu Wort. Nee. Was schlagen Sie denn, was schlagen Sie denn nun vor? Erstmal ist dieser kritische Diskurs wichtig. Also solche Debatten wie hier, die sind wichtig, dass man sich miteinander streitet, dass man gegenseitig die Ansichten austauscht. Ich glaube, das, was diese Sendung schafft, schaffen kann im besten Fall, nämlich unterschiedliche Standpunkte herausarbeiten, an denen man sich dann als Zuschauer reiben kann. Das ist heute gelungen. Und im politischen Sinne finde ich es wichtig, dass viel mehr sensibilisiert wird, neben Rassismus auch für islamistische Strukturen. Und ich würde es für die Zukunft, um Ihre Frage zu beantworten, wichtig finden, dass wir diese undifferenzierten, pauschalisierten, meines Erachtens unfundierten Diskurse à la Nejla Kelleck endlich mal überwinden und einen feministischen, queerfeministischen, rassismuskritischen, empirisch belegten Diskurs führen, wie auch beim Klimawandel. Mhm. Frau Kelleck, Sie sehen ja im politischen Islam den Ursprung vielen Übels, sage ich jetzt mal. Ich versuche es jetzt mal so allgemein wie möglich zu halten. Was schlagen Sie also vor? Islam abschaffen? Nein, was heißt hier abschaffen? Also wir müssen uns die Strukturen anschauen und ich habe das jetzt mit meinem letzten Buch wieder getan. Wir müssen unter uns tatsächlich eine Debattenkultur entwickeln und ich bin Ihnen dankbar, auch für dieses Podium und auch für viele andere Podien, wo wir kontrovers tatsächlich diskutieren können. Wir haben sozusagen angepiekt und angefangen, sozusagen angerissen, darüber zu sprechen. Dass wir uns als Menschen und als denkende Menschen gegenseitig respektieren. Das nehme ich mit. Ja, am Ende habe ich so fast schon versöhnliche Töne gehört. Wir werden diese Diskussion natürlich nicht zu Ende Konsens, führen können. Konsens, nicht Versöhnung. Konsens so. Müssen wir das nennen, weil Versöhnung ist mir dann zu lieb und das hat dann genau. Mit Streitkultur nichts zu tun. Genau. Das war natürlich nie der Anspruch, die Diskussion hier wirklich zu einem Ende zu führen. Ich glaube, es ist dennoch wichtig, dass wir sie immer wieder und immer wieder neu führen. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Impulse, Nejla Kelleck und Rehan Şahin. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.